war aber knapp. Endlich. Gut, Turm aufbauen und weiter geht's. Ja, hier kann man auch einfach mal mit dem Bomber ein bisschen... Ich hab da vorne was Rotes leuchten sehen. Da ist ein rotes Artefakt. Ich hab's genau gesehen. So, das holen wir uns mit dem Flieger. Einer an den Turm gekracht. Das wäre nicht gut gewesen. Bekommen wir jetzt auch so ein Flakgeschütz? Das wär's ja. Und... ja, wir haben es bekommen. Das ist, glaube... warte... ja, das ist eins dieser speziellen Flugzeughangars. Wenn wir weiter drin sind und ich die anderen Flieger nicht mehr mal so unbedingt brauche, dann können wir es mal ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob das jetzt stärker war oder nicht. Ich will jetzt oder so erstmal weiterfliegen. Ich glaube, von hier fallen auch erstmal keine mehr von oben runter. Aber was man machen muss, ist die Nester unbedingt kaputt zu machen. Das ist zu weit weg. Das nicht. So. Weggebombt. Und weggebombt. Sehr schön. Gut, dann geht's weiter. Warte, da ist doch noch eins um die Ecke. Da. Wenn wir jetzt lang genug draufhalten, es kommt immer ein paar Treffer durch, müsste es auch kaputt gehen. Genau. Sehr schön. Desto weniger Spawn-Stellen der Feind hat, desto besser. Ja, Yard Empire wird auch loslaufen. Aber nicht ganz so, wie ich es mir gedacht hatte. Es sind halt ein paar... was soll das? Er hat vor uns gesagt, ich habe einen neuen Navigationspunkt. Zweiter, war das hier nicht schon Nummer 2? Da ist noch einer. Oh, der ist schwer zu treffen. Ja, komm schon. Das ist echt schwer. Ja, lecker komm. Okay, weiter geht's. Fliegst du immer dagegen? Ja, ich weiß, es ist etwas übervorsichtig. Aber Speichern ist wichtig in diesem Spiel. Wir machen. Dann spielen wir noch ein bisschen mit dem Bomber rum, sehen uns auch gleichzeitig mal ein bisschen um, was es hier so gibt. Schöne ist, der Jäger begleitet uns quasi und gibt uns Rückendeckung. Hier sind die Nester schon weg. Wieso hier Gefahr? Ich bin doch noch gar nicht so weit weg. Ah, sieh mal an. Oh, ich bombe mich weg. Ich glaube, der Bomber ist vielleicht hier doch nicht so geeignet. Oh, komm schon. Ich wollte jetzt unbedingt noch da reinrammen. Aber wisst ihr was? Was soll's? Wir reißen jetzt das Bomberhangar ab. Nehmen das auf.
und bauen uns das andere Hangar. Bei wann sollen wir es ausprobieren, wenn nicht in der letzten Runde? So, da haben wir es. Wieso? Warum? Was ist gerade passiert? Ich habe doch nur das Bomberhangar abgerissen. Das ist mir, glaube ich, auch noch nicht passiert. Ist jetzt ein Angriff von Käfern oder wirklich das Bomberhangar? Verstehe ich gerade nicht. Nein, das wollte ich nicht. So, jetzt erstmal Energie sammeln. Ja? Muss ich das jetzt verstehen? Gut, bauen wir das hier. Dazu brauchen wir noch, müssen wir noch ein bisschen warten. Das erinnert etwas an das Flugzeughangar, was die auf der einen Insel hatten. Ob das jetzt auch so ein Raketenflugzeug baut? Schauen wir mal. Hangar. Achso, der muss ja erstmal bauen. Verständlich. Ja. Ja. Ist das jetzt stärker als das andere Flugzeug? Ja, sie haben jedenfalls ich weiß es nicht. Ich lasse die beiden erstmal kämpfen und spiele hier mit der Rakete etwas rum. Ich glaube, da oben ist jedenfalls noch ein Nest. Das können wir kaputt machen, bevor wir weiterfliegen. Das Tempo der Rakete ist auch geil, wenn man auf zweite Schubstärke geht, also Schnelligkeit. Gut, dann rücken wir mal etwas vor mit dem neuen Flieger, der auch mal ein bisschen anderes Design hat. Was den Wiederspielwert des Spiels eigentlich angeht, es ist mal ein nettes Spiel so zwischendurch, aber vor allem, wenn ihr mal einen der anderen beiden Charaktere nehmt, die haben ja auch so ein bisschen andere Gebäude und so. Es gibt ein bisschen anderes Flair und auch ein bisschen vielleicht einen kleinen Vorteil. Jedenfalls ist das Kraftwerk, die Kraftwerkklasse 3 der anderen beiden, nicht so riesig wie dieses Ding da und wird dadurch auch nicht so oft und schnell wahrscheinlich abgeschossen. Weil das Ding, da braucht man ja nur reinfliegen, schon explodiert ist, als würde es das mit Freude tun. Prügeln sich mit denen und wir gucken mal hier mit rum. Hier und ach, schau mal. Das ist so eine Art Blockade. Da hätten wir vielleicht auch durchgekommen. Und da ist die Königin. Ja, ja, ja. Es sieht aus, als könnte man mit dem Schiff auch noch hier lang. Das müssen wir mal nachher ausprobieren. Ja, ich probiere das, wenn ich... versuche mal den Turm dort hinten kaputt zu machen bei dem Übergang. Vielleicht öffnet sich der Übergang oder ich kann den Übergang direkt beschießen. Das wäre jedenfalls von Vorteil. Wow! Durchgeschossen. Boah, schießt er schlecht. Okay, Anflug Nummer 2.
Er trifft einfach nicht und weg ist er. Können wir uns auch gleich um die Nester noch kümmern. Wir sind ja noch zwar an der Grenze, aber es geht noch. Ah, da steht ja immer noch das eine, ganz vergessen. So, die halten was aus, aber es geht. Was mir gerade einfällt, die Königin musste man, glaube ich, auf einen speziellen Weg besiegen, aber ich weiß nicht mehr. Vielleicht habe ich dazu den Bomber gebraucht. Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls ist da vorne übelste Verteidigung. Es geht eigentlich gar nicht so gut. Dann würde ich eher wirklich ausprobieren, ob man kann und dann dorthin rein. Ob man eigentlich auch mit einem Antrieb, wenn man da auf eine andere Ebene kommt, nicht einfach über die Verteidigung rüberfliegt, weiß ich allerdings auch nicht. So, wieder umdrehen. Und wieder angegriffen. Ja, theoretisch gesehen einfacher. Versuchen wir mit der Rakete dort einen Durchbruch zu machen. Weil ich würde da schon gerne durch. Das sieht einfacher aus. Ich hab dich ja auch wirklich einfach kaputt gemacht. Ausprobiert habe ich. Ey, ich habe es kaputt gemacht und da war nichts Blaues. Also bleibt kaputt. Auch schließlich wieder da. Ja, ich würde einfach mal sagen, das hat ja mal klasse geklappt. Wir drehen jetzt oben um, gehen durch den Hintereingang rein. Nice. Wegpunkt 3 ist mir etwas zu gefährlich. Ich gehe zu Wegpunkt 1 und dann wieder rein. Ich hoffe jetzt auch einfach, dass der als Wegpunkt offen ist. Ansonsten wäre das ziemlich blöd. Dann sind wir eigentlich auch schon direkt bei der Königin. Die meisten Nester oder alle haben wir jetzt schon wieder kaputt gemacht. Also solange die selber nicht welche ausspucken, was sie wahrscheinlich tun wird, ich weiß nicht. Wird uns nichts angreifen, da die Geschütze zu weit weg sind. Ach nein, 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 nein. Bleib so. Er dreht ja auch gleich automatisch um, wenn man zum anderen Weg guckt, schaut. Ach komm schon. Ich kann doch jetzt da hinten rein. Das ist doch einfach nur logisch. Mann. Toll. Also ich kann jetzt nicht den Weg von dort hinten nutzen. Ich frag mich eigentlich warum, aber. Und ich bin wieder gleich